Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mod & Coy Blog. Heute wieder mit Steffen, mit Steffens Filter. Hallo Martin. Ich bin jetzt gerade etwas verwundert. Wir sind da die Holzwege hochgelaufen. Wir sind jetzt gefühlt 2 Meter über dem Teich und sind hier jetzt in einem Wintergarten. Ja, das ist im Prinzip so als Kombination gedacht. Das war so ein kleiner Wintergarten und war dann auch unser Glashaus. Wir hatten hier so eine kleine Quarantäne- oder Aufzuchtsanlage. Das war ganz schön halt, aber das Problem ist, im Sommer, das heizt sich so sehr auf, dass ich dann ganz viel mit Wasser spülen musste, halt das kleine Becken halt, und es lief dann ständig das Wasser, um eine Temperatur zu halten, und das ging nicht mehr. Das ist die eine Sache. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Im Sommer und im Winter ist es eben so, dass man jetzt auch ein bisschen energetisch überlegt halt, was man macht, und wir hatten im Keller noch oder haben da die Quarantäneanlage und die Aufzugsanlage. Im nächsten Block, da bin ich so gespannt, ja. 7.500 Liter und nur Konishi-Fische drin, gell? Und nur Konishi. Ja. Und deswegen haben wir das dann ein bisschen zusammengeführt halt. Ich habe das hier oben abgebaut, habe das andere Becken im Keller aufgebaut. Da muss man nur einen Raum heizen und hier muss ich im Sommer nicht mehr so viel kühlen. Ne? Das stimmt. Was hast du von Genesis gekauft? Ja, von Genesis jetzt aktuell gekauft. Das ist jetzt eine Druckerhöhungsanlage, die habe ich gekauft, halt, um den Trommelfilter ein bisschen effektiver zu machen. Da ist keine dein Filter ist da drunter? Der ist hier drunter. Den schauen wir uns gleich an. Der Schwerkraft? Der Schwerkraft. Also wir haben jetzt irgendwie einen Abstieg von gefühlt 6 Meter vor uns. 10 Meter hier in das Loch. Ja. Mach auf. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt. So, ich gehe mal vor. Nee, das ist. Da kannst du ja vom Boden essen. Ich hab den anderen, das ist toll. Ich komm. Gleich so klong. Ah! So. Alter, das ist hübsch. Nein, du zeigst jetzt, wie du mit Kamera hier runterkommst. Tim, helfen irgendwie noch mit runter. Gib die Kamera. Steffen hat gesagt, ich soll dir helfen. Ey, guckt euch das hier an. Ist das nicht geil? Hast du das selber geplant oder hat dir das eine gesagt, dass du das gebaut sollst? Nee, das ist schon mit dem Teichbauer geplant worden zusammen. Das heißt, wir haben das ja neu gebaut damals, das Haus hier hinten, den Teich und das gleich dazu gebaut. Und ja, das ist eben. Das ist geil. Das ist der Technikraum. Ja, mit das, so süß. Das ist der Technikraum. Ja, mit 2 Trommelfiltern und 2 mal Biologie hinten dran. Das ist Teichniveau jetzt hier ungefähr. Das ist ungefähr hier, ja. Aber du kriegst die Dinger nur raus, wenn du sie zusammenflexst. Oder sind die alles so, dass sie durch die Decke gehen? Das ist genauso gebaut, halt auch die Öffnung da, dass du das alles rausheben kannst. Das geht. Respekt, ja. Das hat was. Aber der Teufel liegt im Detail. Detail, ja. Also es war. Du hast 80.000 Liter. Ja. Jetzt will ich 8 Verbindungsleitungen zum Teich sehen. Ja, das wusste ich. Aber ich habe jetzt nur 6. Das aber ist aber schon gut. Eine 160er, also theoretisch müssen 70, ja. 70 Kubikmeter sehr durchgehen. Ja. Das sind wir hier, wie viele Bodenabläufe, 4 Skimmer? Das sind also 2 Skimmer und 4 Bodenabläufe. Ja, auch der 160er ist ein Skimmer. Und wie gesagt, theoretisch 70 Kubikmeter müssen pro Stunde durchgehen. Mit den Trommelfiltern, das war so, ist ja immer die Sache, das merkt man auch erst später. Halt. Die sind ja theoretisch angegeben mit einer Durchflussmenge, maximalen Durchflussmenge, die dann aber wahrscheinlich auch mit destilliertem oder ultrareinem Wasser gemessen wird. Und so schön, dass du es gerade sagst, das habe ich letztens in einem Blog, aber der ist noch nicht ausgestrahlt, habe ich das mal erklärt. Mit wie wurde die Angabe erstellt? Ja? Ja, wie viel Suspended Solids? Ist es destilliertem Wasser? Ja. Das ist echt gut. Das ist eben so, du merkst auch, im Winter geht es ganz gut. Aber im Sommer hast du das Problem, wenn das Wasser ein bisschen trübe wird, wenn Algen dazukommen, Schwebstoffe dazukommen, dann funktioniert das alles gar nicht mehr. Ich habe schon die Gase. Die Viskosität des Wassers verändert sich. Es wird richtig dick. Ja? Ja, früher die Hydrotec, ich habe das in einem anderen Blog, also wenn der Blog ausgestrahlt wird, habe ich schon mal erzählt. Hydrotec, die eine der größten Firmen für professionelle industrielle und Aquakulturanlagen, die haben dir ganz genau gesagt, bist du in einem Kreislaufwasser von da, hast du die Durchflussmenge. Bist du in einem Ausflusswasser von einer Aquakulturanlage, hast du das, bist du in der industriellen Anwendung, bist du da, und die haben verschiedene Angaben gehabt. Und im Koi-Bereich ist halt so, die sagen alle immer irgendwie was. Und das ist alles, was du an Trommelfilter hast. Ja, die 2. Also es ist redundant. Okay. 2. Ne? Der spült gleich. Ja. Aber das sieht jetzt ein bisschen zu klein aus, aber nicht. Also es war eine 60er-Gage drauf, ne? 60er-Sieb, ich habe das schon tauschen lassen auf dem 100er.
Ja, und damit ging's. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Ein bisschen besser, doch, ja, die Spülzeiten. Nein, aber dass es schlechter wurde, das Wasser? Nee, das nicht. Das wurde nicht besser. Ich schon seit Jahren, macht euch 100 Sieben drauf, entspannt die Anlagen hydraulisch. Kannst du bestätigen? Das passiert nichts, ist gar nichts. Genau. Ja. Okay. Es fließt ein bisschen besser, die Spülzeiten sind etwas größer geworden halt, aber es ist für mich noch nicht die Endlösung dabei. Ne? Ja. Und deswegen jetzt, weil ich habe keine Spülpumpe, jetzt versuchen wir das auf Empfehlung von Herrn Rupp mit einer Druckerhöhungsanlage, dass dann vielleicht doch ein bisschen mehr Druck drauf kommt, dass man das Sieb etwas sauber kriegt, dass die Spülzeiten noch länger werden, und muss man mal testen. Das war eine der Errungenschaften, als ich habe damals den Vertrieb gehabt von Hydrotec Trommelfilter. 25 Jahre her, ich kann da nicht mehr haftbar gemacht werden dafür. Und die Hydrotex waren halt perverse Industrieanlagen. Da hat man nicht gefragt, wie laut sind die, ja, man hat nicht gefragt, wie hoch werden die über den Teich rausgebaut. Aber deswegen haben die Dinger funktioniert, weil zum einen haben die so weit aus dem Becken rausgeguckt, dass von der Trommel, die war immer maximal zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Also es war immer richtig hydraulische Last drauf. Da war beim Abspülen haben die mit 8 Bar, aber tatsächlich mit 8 Bar auf dem Manometer haben die gespült. Das hat natürlich einen riesen Lärm gemacht. Und was haben viele, die nachher die Trommelfilter nachgebaut haben, was haben die gemacht? Die haben den Trommelfilter einfach runtergesetzt, ja, haben den quasi hydraulisch völlig, ja, so entspannt, dass das Wasser gar nicht mehr richtig durch das Sieb durchging. Und um den Lärm zu entgehen, hat man plötzlich nur mit 8 Bar gespült, sondern viele haben nur noch mit 2 oder 3 Bar gespült, und dann wird es halt nicht mehr sauber. Aber wen zur Hölle interessiert hier im Raum, wie laut das Spülen ist? Kein Mensch. Kein und darum kannst du hier richtig drauffeuern, und du wirst merken, das wird Wunder. Ja. Wir gehen nach den Trommelfiltern, auch von den Rohrleitungen, der richtig dimensioniert. Ich mach schnell zu, sonst spült er, dann bist du nass von hinten. Das ist nicht schön, das stimmt. Also das geht im Prinzip in zwei Biokammern, das ist die vordere Kammer dabei, und das ist jetzt Helix drin, groß und klein, ein bisschen weiß dabei, damit man so das Wachstum sieht, genau. Und riecht jetzt neutral bei dem. Ja, es ist auch nicht sehr bewachsen, muss ich sagen. Ne? Ja. Wie viel fütterst du im Winter, im Sommer maximal? Im Sommer habe ich jetzt, das geht eigentlich, ich habe jetzt 500 Gramm gefüttert pro Tag. Also nicht so brutal. Nee, also das ist eine Anlage, das kannst du, wenn du das Ammonium vom Teich hierher bringst und das mit drehen, also die Austauschrate stimmt ja, denke ich mal, ist das eine Anlage, die ist so 2-3 Kilo locker. Das kriege ich nicht hin. Also und ich muss dir auch ehrlich sagen, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, das ist eine Anlage, die sieht vernünftig aus. Also da ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, oder warum, sondern die Rohrquerschnitte hat sich der, der es geplant hat, hat sich die vernünftig überlegt, die Verbindungen sind vernünftig, dass es gut fließt. Du hast das Up-and-Down-Flow-Prinzip, sodass du eine gute Anströmung vom Filtermaterial hast, so wie es ausschaut. Ich sehe jetzt natürlich, ich habe keinen Röntgenblick, ich sehe nicht rein. Die Behälter sind höhenverstellbar. Also es sieht alles sehr wertig, sehr durchdacht, aber auch sehr teuer aus. Also ich glaube, Schnapp war das nicht, oder? Naja. Ich will jetzt keine Preise hören, aber... Also ich denke, das ist immer alles relativ. Wenn man den ersten Teich baut, schluckt man sowieso. Aber das sollte auch jetzt was werden, was eigentlich schon wertig ist und was auch lange Zeit Spaß macht. Ja, ja. Das ist sehr geil. Das auf dem Boden da hinten, das ist ein Wasserstandsmesser? Das ist ein Wasserstandsmesser, und da kriege ich auch eine Info, wenn da Wasser steht. Was passiert? Hier, ja. Ja. Da war der aber noch nicht da. Da war der noch nicht drin, das Wasserstandsmesser. Ne? Und zwar ist im Sommer... Menschen lernen nur durch Schmerzen, durch Hochwasser. Nee, es war so geplant, aber ist im Sommer halt wahrscheinlich durch die Erwärmung auch hier unten, die gar nicht so stark ist, aber ein bisschen ist da so eine Plastikmuffe ist geplatzt, und dann lief da das Wasser raus. Ne? Und das habe ich dann auch neu geklebt. Halt, das war das, was hier passiert ist. Aber der Wasserstandssensor oder Melder, der soll noch mit dem Ventil kombiniert werden, halt, dass das Ventil dazu macht. Ja, sonst läuft das ja immer nach hier unten. Ne? Ja. Wo hast du deine UV-Lampe? Frage ich gerade, weil ich die Quelle sehe. Ja, hier, die habe ich da reingebaut von Striel R2. Ja. Ja. Also 4? 4 Stück, ja. 4 Strahler. Ja. Das sind jeweils 30 Watt. Würde man jetzt sagen, ist ein bisschen wenig für den Teich, aber ich denke von Striel R. Die Striel R haben die gute Ausbeute. Denke ich auch, so habe ich es auch gelesen, ja. Nee, ich muss sagen. Auch hier, wie das unterbaut ist, die Rohrleitung, sieht vernünftig gesichert aus.
Das hatte ich alles nochmal selber rausgerissen, habe das nochmal neu gemacht. Hast du es nochmal neu gemacht? Also nicht der Teichbau oder ursprünglich? Das habe ich selber alles nochmal rausgerissen. Und, aber die 7 Verbindungsleitungen hat der das Teichbau? Hat das, also die Planung war gut, das war alles gut, ja, ja. Die 7 Verbindungsleitungen, also das war gut. Muss ich wirklich sagen, ja, das ist top. Ja. Ja. Richtig geil. Hat was? Ja. Was sagst du jetzt hin? Ist ja so ordentlich. Echt gut. Ja. Und die Behälter kommen auch von dem ersten Teichbau? Das kommt auch von dem Teichbau, ja. Echt fein. Feini, und jetzt bin ich am meisten gespannt auf deine Innenhalterung. Was würdest du heute für einen Filter bauen? Naja, Martin, jetzt, wenn ich das hier unten hätte, das Gleiche. Ich habe jetzt deswegen auch schon ja, nachgefragt, auch wegen Bürstenfilter. Ich habe wirklich überlegt, halt auch wegen dieser Ausfallsicherheit. Naja, das ist immer der Punkt dabei. Wenn man jetzt nicht da ist, man fährt so schon mal mit einem schlechten Gefühl weg, halt, dann, ich kann natürlich sehr viel kontrollieren, auch über das Netz. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich auch gerne einen Bürstenfilter, das wäre jetzt auch mein Wunsch. Obwohl das hier jetzt im Moment gerade funktioniert, ja. Aber wenn ich es jetzt wieder bauen würde als Trommelfilter, würde ich es wahrscheinlich noch ein bisschen größer dimensionieren, ja, die beiden Trommelfilter, dass es entspannter läuft. Ich denke, da würde das hier auch funktionieren. Also ich glaube, eine ganz gute Lösung für alle, die Trommelfilter und aber auch die Ausfallsicherheit des Bürstenfilters haben wollen, gerade wenn sie im Urlaub sind. Wenn man im Nachgang an die Trommelfilter gar keine Helixfilter macht, sondern hier jetzt die Behältnisse, wo das sind, als Bürstenfilter auslegt. Und dann, wenn man in Urlaub geht, man macht einfach hier Bypassleitung um die Trommelfilter außen rum. Und wenn man in Urlaub geht, stellt man die hier tot. Die kann man ja totstellen, die sind ja nicht auf biologische Aktivität angewiesen. Dann ziehe ich meine Bypassschieber, lasse dann das Wasser direkt durch die Bürstenfilter, die dann in dem Moment nicht nur mehr als biologischen Filter arbeiten, sondern gleichzeitig als mechanischen Filter. Und dann kann ich in Urlaub gehen, solange ich will, und da passiert dann nichts mehr. Oder, so wie bei Arte, wir drehen das ganze System um. Wir gehen erst durch die Bürsten, immer, und am Schluss fürs Finishing nehme ich dann nochmal einen Trommelfilter. Hat ja bei Arte hervorragend geklappt. Nur Arte, haben wir jetzt auch vor kurzem den Blog gehabt, der sagt heute, er würde auf die Trommelfilter komplett verzichten. Aber er hat nur bei sich gerade nicht das räumliche Angebot, so wie Steffen hier auch nicht. Das wäre hier alles ein bisschen knapp für 80.000 Liter. Das ist zwar kein kleiner Raum, wie groß ist der? 4 auf 6? Nee, das ist 6 Meter mal 3,20 Meter. Also wie ich gesagt habe, 6 auf 3,20. Sowas muss man können. Nein, 6 auf 3,20, das ist jetzt mit, man muss ja hier auch nachher putzen können, machen können, laufen können. Das wäre dann fein für eine Bürstenfilteranlage zu bleiben. Aber ich bin beeindruckt, also die handwerkliche Leistung sieht gut aus. Und was ich am allergeilsten finde, weil wir da trotz vieler Jahre, wo wir das gepredigt haben und gezeigt haben, die Rohrquerschnitte hier, die Verbindung, die hydraulische Last, die ist einfach top. Also die Rohrleitung zu bauen, kann man jetzt nichts Nachteiliges sagen. Tippitoppi. Und jetzt bin ich auf die Innenhalterung gespannt. Vielen Dank, Steffen. Ciao.